Hallo liebe Freunde, hier ist wieder euer Miesegrau von seinem Plätzchen. Ich habe letztens auf YouTube beim Karl Heger so eine Ritschlein gesehen, die in Verbindung mit Holzdübeln funktioniert. Lässt sich so schlecht erklären, ich verlinke euch das unten. Und auch der das Ding entwickelt hat, komme jetzt nicht auf den Namen, der hat auch einen schönen Kanal, da kann man sich viel rausholen, ist auch so ein Bastelfreak. Verlinke ich euch das Video auch. Also was mache ich heute? Ich zeige euch, wie ich aus einer umgefallenen Eiche, die liegt da hinten schon ein paar Jahre, ist aber noch gut. Der Pilz hat noch nicht geschafft, die Gerbsäure da vollständig abzubauen, um das Holz angreifen zu können. Also es ist noch sehr fest und sehr schwer und noch feucht. Habe ich mir halt ein bisschen Holz geholt. Ja, und aus dieser Eiche habe ich halt Holzdübel gefertigt, ungefähr so lang, verschiedene Längen, stark wie der kleine Finger bis zum Daumen, mit einem Loch versehen, die kann man auf eine Schnur auffädeln und kann dann diese Ritschleine herstellen. Des Weiteren möchte ich meinen Tarp aufbauen. Ihr habt es zwar schon mal gesehen, den Aufbau noch nicht, aber das Tarp an sich, wie es da so hängt zwischen den zwei Bäumen. Und ich möchte euch mal zeigen, wie das räumlich drinne ist. Das ist mein bevorzugter Tarpaufbau, eigentlich jetzt neuerdings. Ich mag den sehr gern. Da braucht man nur 5 Heringe und ein bisschen Schnur und 2 Bäume halt. Gut, also nichts Besonderes im Großen und Ganzen. Fangen wir einfach mal an. Hier habe ich mal ein ganz normales Seil, vielleicht, naja, 8 mm stark. Das habe ich deswegen so dick gewählt, damit man mal sehen kann, wie ich jetzt so eine normale Ritschlein aufspannen würde. Anfangen tue ich da meistens mit dem sibirischen Knoten, der sich auch ganz gut im Winter mit Handschuhen binden lässt. Der ist sehr einfach und sehr, sehr haltbar, sobald die Leine auf Zug ist. Ist der wirklich sicher. Geht auch für Hängematten und für andere Sachen. Genau, und damit fangen wir erstmal an. So, hier haben wir eine ganz normale, handelsübliche Buche, die überall rumsteht im Wald. Kann auch eine Fichte oder Kiefer sein, vollkommen Wurst. Und ein Seil. Das werde ich erstmal aufwickeln. Ganz billiges aus dem Baumarkt. Kein Problem. Aber sehr haltbar und sehr stabil. Ich benutze es eigentlich gerne, um irgendwas festzurödeln oder was festzubinden, was ein bisschen halten soll. Dreharbeiten mit Pinscher sind immer etwas schwierig. Tja, da legen wir das lose Ende einfach mal hier um diesen Baum. Ist jetzt nicht die Höhe, wie ich jetzt normal für einen Tarpaufbau verwenden würde. Aber um das deutlich zu machen und dass die Kamera einigermaßen steht, dann machen wir das halt mal so. So, jetzt habe ich beide Seile hier oben auf der Hand liegen. Gehe mit dem losen Ende noch einmal um die Hand und habe jetzt so eine Schlaufe. Mit dieser Schlaufe gehe ich unter dem anderen Seil durch und die bildet jetzt hier einen Ring. Dann greife ich mir das lose Ende, ziehe das durch die Schlaufe durch und straffe den Knoten. So, jetzt habe ich hier eine Lauföse und kann das Ding richtig festspannen. Da kann ich mich mit meinem ganzen Körpergewicht reinlegen und der Knoten hält. Ganz einfache Geschichte. Wie gesagt, lässt sich auch im Winter mit Handschuhen binden. Einfach nur beide Seile nehmen und eine Hand mit dem losen Ende eine Schlaufe legen um die Hand, um das andere Seil rumgreifen und das dann durchziehen. Und das ist eigentlich alles. Und schon hat man einen perfekten Knoten. Und wie das so ist, mit kalten Fingern möchte man den auch leicht lösen. Also zieht man einfach an dem losen Ende
sollte eigentlich leicht gehen. Jetzt habe ich mich natürlich mit ganzem Körpergewicht dagegen gelehnt. Aber er geht leicht auf. Also nochmal das Ganze. Beide Seile in die Hand. Hier ist das lose Ende. Eine Schlaufe. Um das andere Seil rumgreifen. Die Schlinge ziehen. Und fest. Lösen, wie gesagt, ganz einfach. So. Das war der sibirische Knoten. So, jetzt gehen wir mal zu unserem anderen Bäumchen und machen den anderen Knoten, damit das Seil gespannt werden kann. Also ich nehme mir das Seil ungefähr bis fast bis zum Baum, lege mir eine einfache Bucht, ziehe das lose Ende durch und erhalte so eine Schlinge, auf die ich Druck bringen kann. Mache ich natürlich ein bisschen weiter hinten. Das Ganze nochmal. So. Hier ist er eigentlich lose. Und das Seil, was zum anderen Baum geht, ist fest. Tja, dann mache ich nichts weiter, wie dass ich um diesen netten Baum rumgehe. Und mache das jetzt durch diese Schlinge durch, das lose Ende. Und jetzt kann ich wunderbar das Seil spannen. So, und jetzt lege ich einfach eine Schlinge drüber, eine Bucht. So, fertig. Hält, ist straff bis zum geht nicht mehr. Und ich kann jetzt hier meinen Tarpaufbau machen. Üppi. Das ist meine Kamera. Der buddelt schon wieder Mausenester aus. Ganz einfache Geschichte, lösen geht auch einfach. Wie gesagt, auch mit kalten Fingern. Einfach so, locker. Und da ziehe ich auch am losen Ende einfach nur. Und schon ist dieser Knoten wieder auf, die Schlinge weg. Der ganze Aufbau dauert vielleicht eine Minute, wenn ich mir viel Zeit lasse. So, wie gesagt, das mit der alten Ritschlein, also mit der normalen, wie ich es immer mache, habe ich euch gezeigt. Und jetzt kommt das etwas neuere. Da habe ich mir ein kleines Schnurpaket gemacht. Da sind zwei Abspeinleinen drin. Da ist die Ritschlein an sich da. Und mit dieser Anordnung von diesen Hölzchen. Gut, dann machen wir das mal raus. Hier ist die Ritschlein. Und hier sind meine Abspannschnüre. Ich zeige euch das dann noch mal von nahen. Erstmal aus der Entfernung. Wie gesagt, das sind 15 Meter, die werde ich nicht brauchen. Muss ich gegebenenfalls noch mal kürzen. Ich habe hier eine Schlaufe gebildet mit dem Achterknoten. Dann ein Hölzchen aufgefädelt und ein zweites. Und dann noch zwei weitere Hölzchen, die mit Brusiknoten auf dieser Leine fest sind. Das System ist ja jedem klar. Ne? Auf Zug ist der Knoten fest. Wenn er locker ist, lässt er sich gut verschieben. Und das spart einem Zeit, wenn man die Plane, das Tarp, an der Leine festmachen will. Und auch die Hölzchen sind zum Festmachen am Baum ganz praktisch. Ich zeige euch das jetzt einfach mal da drüben an meiner Buche und dem anderen Baum. Ne? Gut, genau das machen wir jetzt. So, ich zeige euch das jetzt noch mal von nahen, wie das aufgebaut ist. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Hier ist das lose Ende, da habe ich einen Achterknoten reingemacht. Den finde ich immer ganz gut, der löst sich nicht so schnell und sieht auch ganz gut aus. Dann so ein Holzdübel, den ich mir selbst gemacht habe. Ich habe ja Zeit, kann ich mir im Wald schön schnitzen, zeige ich euch auch noch, wie das geht. So. Dann kommt der erste Brusiknoten mit Hölzchen. Dann der zweite und dann auch noch ein frei bewegliches Hölzchen auf der Leine. Gut, machen wir das jetzt mal. Also zuerst schaffe ich mir mal ein bisschen Platz.
alles frei beweglich. Gehe hier um den Baum rum. Nehme das Hölzchen so zwischen zwei Finger, gehe durch die Öse durch und kann das jetzt feströdeln. Und das verklemmt sich dermaßen, dass das richtig fest wird. Also da löst sich auch nichts mehr. Und wenn man es lösen will, halt, wie gesagt, kippt man die kleine Schlaufe um, dreht das Hölzchen, geht durch die Schlinge wieder durch und dann war's dann. Ganz einfaches System. Wie gesagt, das Hölzchen nehmen, durch die Schlinge durch und dann einfach festziehen. Hält bombenfest, löst sich auch nicht mehr. Ja, dann gehen wir rüber zu dem anderen Baum. Ich habe jetzt noch die zwei Hölzchen mit der Brusikschlinge zur Tatbefestigung und das andere lose Holz. Und dann zeige ich euch, wie das da geht. Okay. Ja gut, hier machen wir das wieder genauso. Hier ist das Hölzchen, das lose Ende rechts. Wir bilden eine Schlinge, eine Schlaufe, einmal um das lose Ende und schon ist eine Schlaufe, die wir ziehen können. Muss ein bisschen weiter hinten machen. So, jetzt habe ich die Schlaufe hier. Gehe mit dem losen Ende und den Hölzchen um den Baum. Gehe mit dem Hölzchen durch die Schlaufe und kann das nun hier ganz wunderbar spannen. So fest, wie ich das brauche. Tja, und das Ganze sichere ich einfach mit einem halben Schlag. Und dann ist die Sache erledigt. Das ist der schnellste Aufbau, den ich eigentlich kenne. Wie gesagt, danke an den edlen Spender für die Idee. Und dann baue ich mal das Tarp auf. Aber erst mache ich die Leine höher. Genau. So, jetzt haben wir eine straffe Leine, ungefähr in Nasenhöhe. Und die Brusikschlingen mit den Hölzchen sind ja nun fest montiert. Und die kann ich mir dann auf die Ecken ziehen, da wo ich sie brauche. Abspannschnüre habe ich gleich mal mitgebracht. Nein, das kriegst du nicht. Der knabbert die gerne. Das ist mir klar. Hölzchen, der Strick ist wie eine Maus. Tja, das ist das allgemein übliche 3x3 Meter Tarp von DT. Da greife ich mir eine Ecke und ziehe die einfach hier drüber. Dann hängt die Geschichte so. Dann nehme ich die Hölzchen, gehe durch die Schlaufe durch, und durch diese Schlaufe, und dann kann ich hier oben schon mal spannen. Genau so, wie ich es brauche. Coole Sache. Fest. Ende. Das war's. Ich werde es noch ein bisschen vermitteln. Jetzt brauche ich die ganze Geschichte halt nur noch mit den Heringen abzuspannen und erhalte so wie so ein kleines Zelt, wie so ein Halbzelt. Und genau das mache ich jetzt. Könnte jetzt die ganz lange Ecke abspannen
aber das gibt mir dann doch zu viel. Zu viel Raum, also zu viel Gelerch, das mag ich nicht so. Also nehme ich mir die Ecke, die der gegenüber liegt, stopfe das einfach hier rein mit einem normalen Hering. Oh, Tim, das ist doch Wahnsinn. Dasselbe mache ich dann hier. Bleiben dann immer noch zwei Schlaufen übrig, die in der Spitze und die dazwischen. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Die untere Ecke ziehe ich dann später rein. Jetzt brauche ich nur noch die Ecken, die jetzt frei in der Luft noch baumeln, festzumachen. Mal sehen, wie es hier ist. Der Boden ist sehr, sehr steinig hier. Das heißt, hier einen Hering reinzukriegen, ist gar nicht so einfach. So. Ja, mit dem herumflitzenden Pinscher zu arbeiten ist gar nicht so einfach. Ja, das kann man dem Zelt natürlich noch ein bisschen mehr Raum geben, indem man das hier abspannt. Und genau das machen wir jetzt. So, das wäre auch erledigt. So, das Hölzchen, gesichert mit dem Achterknoten am Ende von der Leine, kommt wieder hier rein. Und jetzt kann ich mir das Dach halt in verschiedenen Höhen abspannen, wie ich es gern hätte. Heute regnet es nicht, machen wir es mal ziemlich eben. Das wickle ich hier einfach nur zweimal rum, das reicht. Und dann schlage ich das Hölzchen ein und spanne das Ganze ab. So, die Ecke noch schön reinziehen. Und fertig ist die Laube. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, da gehen wir mal näher hin. Ich will euch mal zeigen, wie viel schönen Platz man da drunter hat. Also das ist wirklich für einen dicken alten Waldbären und seinen Hund wirklich ausreichend. Dass man einfach frei Hand. Hier in der Mitte noch mal einen kleinen Buckel abgespannt, dass man ein bisschen mehr Raum drunter kriegt. Kann man sehr schön die Brusikschlinge sehen und die Holzzäpfchen, alles Eiche. Hier das gleiche, braucht man keine Schlinge durchziehen, keinen Knoten machen, funktioniert hundertprozentig. Dasselbe hier nochmal am Baum.
lässt sich sehr gut festspannen. Tja, hier war gerade das Funksignal abgebrochen. Ich hoffe, dass das alles drauf ist. So wie man sieht, gibt es doch ganz ordentlich Raum unter diesem Dach. Tja, wie man sieht, hat man hier wirklich genug Platz. Ein dicker Waldbär und sein Hund. Ja, Üppi, du bist das Wichtigste. Also man kann wirklich gemütlich hier mal übernachten oder so. Das werde ich auch demnächst mal machen, wenn das Wetter wieder ein bisschen besser ist. Mal sehen, wie sich der Pinscher in der Nacht verhält. Ja, was machen wir jetzt noch? Wir machen noch eine kleine Brotzeit. Ich habe Waldklopse. Für mich ein halbes Brötchen, ein Klops von Öpi 2. Und das werden wir jetzt erstmal verschnapulieren. Dazu gibt es einen schönen Tee. Und da lassen wir den Tag ausklingen. Oh, fein. Ach so, ich habe da noch was. Ich habe mir noch so kleine Spannschnüre gemacht, um Sachen am Rucksack festzumachen. Eignen sich auch ganz gut, wenn man eine Blutung stoppen will. Dasselbe System. Frei beweglich dieser Holzknubbel. Und dann kann man zum Beispiel jetzt hier irgendwas feströdeln. Hält bombensicher, zur Not auch was abbinden, wenn man sich verletzt hat und das Blut rausströmt oder egal für was. Fand ich auch ganz praktisch, die Dinger. Wie gesagt, einmal kippen, durch die Schlaufe durch und alles ist wieder locker. Tja, das war's für heute. Da wünsche ich euch noch alles Gute, bleibt gesund, bis bald mal wieder, euer Miesegrau. Tschüss. Und der Öpi. Tja, vor die große Kamera habe ich nun keinen Windschutz.